Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, zur späten Stunde. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Sicherlich hat der ein oder andere gestern den Livestream gesehen. Man konnte leider nicht auf alles eingehen und das war ja auch eigentlich nicht die Absicht der Sache gewesen, dass man jetzt eine riesengroße Debatte führt, aber ist auch egal. Aber es kamen einige wichtige Punkte auf, wo ich nicht die Zeit hatte, darauf auch zu antworten. Und zwar, es ging um die Sache, die ich bei dem Philipp gesehen habe vorher. Also ich habe das vorher schon in der Doku gesehen. Er war auf einer Reise in Island und er hat gesagt, dass sie zu Jesus gebetet haben. Übrigens vorher, wo er ein Zeichen von Gott bekommen hat mit diesen Raketen, was er als Zeichen von Gott interpretiert hat. Da hat er gesagt, dass er zu Gott gebetet hat, dass er auf einer Bank saß und zu Gott gebetet hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es war keine Debatte. Auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall in Island, da meine ich mich erinnern zu können, dass er gesagt hat, er hat zu Jesus gebetet. Okay. Und dass sie Polarlichter sehen können und dass das eigentlich unmöglich ist, in dieser Jahreszeit Polarlichter zu sehen. Und dass sie die Polarlichter aber gesehen haben. So. Ist das jetzt ein Beweis, dass die Anbetung von Jesus richtig ist, weil ein Gebet, was ich gemacht habe, eingetroffen ist? Das heißt, eine Bitte, die ich an jemanden hatte, eingetroffen ist. Die Antwort ist nein, das ist kein Beweis. Das ist kein rationaler Beweis. Weil erstens kann es sein, dass Gott einfach das, was man von ihm oder von jemand anderem, also was man jetzt von diesem Objekt erbeten hat, einfach durch seinen Qadr, durch seine Vorherbestimmung zugelassen hat. Beispielsweise, ich mache ein Bittgebet, oh, also ich nicht, sondern irgendjemand macht ein Bittgebet zum Heiligen Gral oder Hindu-Gott oder irgendwas anderes. Mache dieses und jenes, ich möchte morgen, dass schönes Wetter ist. Oder mache mich gesund. Und auf einmal wird jemand wie durch ein Wunder gesund. Die Ärzte sagen, sie können gar nicht gesund werden. Auf einmal betet jemand zu dem Elefanten und die Person wird gesund. So. Heißt das jetzt, dass der Elefant das Gebet erhört hat? Nein. Sondern Gott hat bestimmt, dass diese Religion, dass die Person gesund wird, unabhängig von dem Bittgebet. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, es gibt Sachen, auf die Dämonen Einfluss haben. Und das war ja sehr interessant, als ich zu ihm gesagt habe, dass es bei mir auch viele Situationen gibt, wo ich Allah gebeten habe und er mich erhört hat. Und wo das Bittgebet angenommen wurde, da meinte er, es können ja auch andere Faktoren sein. Da meinte ich, meinst du Dämonen? Also sinngemäß, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wort. Und er meinte, ja, dann sag ich ja, bei dir könnten es ja auch Dämonen sein, dass du dir das einbildest. So, auf jeden Fall, das heißt, auf der einen Seite, wenn man Bittgebete macht zu jemand anderem außer dem allmächtigen Gott, zu jemand anderem außer dem Schöpfer, von Jesus, von Moses, von allen, dann kann das sein, erstens, dass das durch die Vorherbestimmung von Allah einfach geschieht, wie ich das eben schon geschildert habe, oder dass Dämonen einen bestimmten Einfluss haben. Okay, wie ist das jetzt mit diesen Polarlichtern? Jesus kann keine Bittgebete erhören, denn Jesus ist nicht Gott. Jesus ist ein Diener des allmächtigen Gottes, deswegen müssen wir auch Diener des allmächtigen Gottes sein. Es gibt überwältigende Beweise dafür in der Bibel, dass Jesus nicht Gott ist. Und wenn man dann irgendwelche mehrdeutigen Beweise bringt, dass er Gott sein könnte, ich und der Vater sind eins, wenn man sich aber den Kontext anschaut, dann sieht man was? Dann sieht man eins in dem Vorhaben, dass sie eins in der Botschaft, dass sie die Botschaft bringt, nicht, dass sie wesensgleich sind. Ja, beispielsweise. Denn Jesus erbittet auch laut Bibel, dass er und die Jünger eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. Aber niemand wird sagen, dass die Jünger ein Teil Gottes sind oder Götter sind. Niemand wird das sagen. Auf jeden Fall. Es gibt überwältigende Beweise in der Bibel, dass Jesus nicht Gott ist.
Was ist der stärkste Beweis in der Bibel? In der Bibel, dass Jesus nicht Gott ist. Was ist der stärkste Beweis dafür in der Bibel? Zumindest meiner Meinung nach. Was ist eurer Meinung nach der stärkste Beweis, dass in der Bibel, dass Jesus nicht Gott ist? Du sagst, dass er gebetet hat zu Gott, Matthäus 26, 39, zum Beispiel. Er betet zu Gott und man muss sich das genaue Gebet auch anhören, was er dort genau sagt in dem Gebet. Ja? Er sagt in diesem Gebet, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Erstmal, wenn Jesus doch entsandt wurde, um für die Sünden der Menschen zu sterben, das ist die Mission von ihm. Warum erbittet er dann jetzt, dass das nicht stattfindet? Warum? Da wird gesagt, ja, das ist die menschliche Seite. Leute, betrügt euch nicht selber. Es ergibt keinen Sinn, dass ein Prophet, ein Mann Gottes, ja, stell dir mal vor, du würdest einem Gläubigen auftragen. Und das sage ich jedem Christen, der zuhört. Stell dir mal vor, Gott würde dir sagen, als Beispiel, so, wir nehmen dich jetzt und wir kreuzigen dich und durch deine Kreuzigung, das Blut, was vergossen wird, werden die Sünden aller Menschen getilgt und du gehst auch ins Paradies. Gott spricht mit ihm. Stell dir vor, das wird zu irgendeinem Gläubigen gesagt, wir töten dich, wir schlachten dich, wir hängen dich ans Kreuz und dafür sind alle Sünden getilgt. Der Gläubige würde das annehmen, ohne zu zögern. Geschweige denn ein Prophet, geschweige denn der Sohn Gottes, der angebliche Sohn Gottes, geschweige denn Gott selber, der doch dafür herabgesandt worden ist. Warum soll er auf einmal nicht getötet werden wollen, wenn das doch seine Mission ist? Kurz vorher war, kurz danach ist er dann bei Pontius Pilatus. Und alle möglichen Anklagepunkte werden angebracht gegen Jesus. Und er schweigt. Wenn du einen Christen fragst, warum schweigt er hier? Warum verteidigt er sich nicht? Jesus war sehr, Isa alaihi salam, weil er sehr wortgewandt gewesen. Warum hat er nicht gesagt, nein, dies, jenes? Warum hat er sich nicht verteidigt? Warum war er warum hat er hier nichts gesagt? Dann wird gesagt, ja, weil er wollte ja sterben für die Sünden der Menschen. Komisch, 5 Minuten vorher wollte er nicht sterben, jetzt wollte er sterben. Und dann steht, dass er am Kreuze stirbt und ruft, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sind das die Worte von einem Gläubigen, der für Gott stirbt? Sind das die Worte von einem Propheten? Geschweige denn die Worte von Gott, der selber am Kreuz stirbt, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Jeder soll ehrlich zu sich selber sein. Wer in die Hölle geht, hat die Hölle verdient. Und wer behauptet, Gott ist gestorben, und wer diese Sachen hier sieht und darauf beharrt, dass der, der dort gestorben ist, Gott ist, diese Widersprüche, hat die Hölle verdient. Er beleidigt Gott, er hat die Hölle verdient. Das ist einfach so. Es ist traurig zu sagen, wir wünschen jedem Menschen das Beste, aber das ist die Realität. Also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also erst ist er im Garten Gethsemane und betet und will nicht sterben. Dann steht er vor Pontius Pilatus, will sterben. Und dann am Ende schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und beschwert sich bei Gott, dass er stirbt, obwohl er ja selber Gott ist und obwohl das eigentlich seine Mission ist. Dann wird gesagt, ja, das war, und das ist eine Sünde übrigens, dieser Spruch. Und es wird ja gesagt, das Opfer muss sündlos sein.
Dieser Spruch ist purer Kuffer. Gott Vorwürfe machen wegen dem Schicksal, was man erleidet, ist purer Unglaube. Dann hat er kurz vor seinem Tod puren Unglauben ausgesprochen. Jesus muss ja das sinnlose Opfer sein. Da wird gesagt, ja, das war ja, weil er die ganzen Sünden der Welt auf sich genommen hat. Das ist eine faule Ausrede. Ich kann für alles eine faule Ausrede finden, aber es ist eine faule Ausrede. Okay, du hast gesagt, weil er zu Gott gebetet hat. Dann sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn Jesus Gott ist, ja, dann ist doch der Wille von ihm und der Vater, dann hat das Bittgebet, wenn Jesus Gott wäre, dann hätte dieses Bittgebet gar keinen Sinn. Denn sein Wille ist ja der Wille des Vaters. Oder hat er einen anderen Willen? Kommen auch wieder irgendwelche faulen Ausreden, Leute. Man muss ehrlich zu sich selber sein. So, dann sagt einer Johannes 5,30 hier. Johannes 5,30 zum Beispiel. Es gibt noch viele andere. Johannes 5,30 sagt Jesus, ja, ich kann von mir selber aus nichts tun. Aber wie ich höre, richte ich. Von wem höre ich? Von Gott. Ich kann von mir selber aus nichts tun. Ist das Gott? Geh auf die Straße und frage jemanden, ob das Gott ist. Gib einfach mal ein Beispiel. Frage 500.000 Leute auf der Welt. Der Schöpfer, der Himmel und der Erden. Ist der abhängig von irgendjemandem? Kann der von sich selber aus nichts tun? Braucht der Hilfe von jemand anderem? Es widerspricht grundsätzlich dem Attribut Gottes, zu sagen, ich kann von mir selber aus nichts tun. Ja, du verstehst das nicht. Nein, das versteht keiner. Das ist einfach irrsinnig. Sorry, wir wollen keinen beleidigen. Das ist einfach falsch. So wie ich höre, richte ich. Weil es mir nicht um meinen Willen geht. Aha, also du hast einen Willen, okay. Sondern um den Willen dessen, der mich entsandt hat. Also der mich entsandt hat, der hat einen anderen Willen als ich. Und ich bin gesandt worden. Okay. Von wem denn? Ihr seid doch wesensgleich. Er ist nicht Gott. Er ist ein Diener Gottes. Markus 13,32. Ja? Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt sinngemäß, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Grundsätzliches Attribut von dem, der die Welt erschaffen hat, dass er allwissend ist, dass er weiß, was geschehen ist, was nicht geschehen ist und wie es geschehen wäre, wenn es geschehen wäre und was geschehen wird. Jedes kleinste Detail. Das ist Islam. Das ist das, was das Herz des Menschen sofort begreift. Da die Fitra, die natürlich fragen, das ist die Wahrheit. Der die ganze Schöpfung erschaffen hat, der immer war, bevor es irgendetwas gegeben hat, der am Anfang war, von Anfang an, weiß alles, was geschehen ist, was geschehen wird, und weiß, was nicht geschehen ist und wie es geschehen würde, wenn es geschehen würde. Das weiß er. Hier sagt er, er weiß es nicht, das weiß nur Gott. Was sagt er damit? Dass er nicht Gott ist. Das heißt, wenn man jetzt mehrdeutige Beweise findet, die darauf hindeuten könnten, dass er Gott ist, dann müssen sie im Lichte der eindeutigen Beweise interpretiert werden. Und es gibt noch viele Beweise dafür, dass er nicht Gott ist. Markus 10, Vers 18. Was nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Jemand fragt Jesus, wie komme ich ins Paradies? Jemand fragt Jesus, wie komme ich ins Paradies? Wie erreiche ich ewiges Leben? Dann guter Mann oder guter Herr. Dann sagt er, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott. Du kennst doch die Gebote. Dann zählt er die Gebote auf. Dann zählt er die Gebote auf. Du sollst die Gebote halten. Was haben wir gestern von Philipp gehört? Gebote, kommt nicht so drauf an. Jesus ist schon für deine Sünden gestorben. Okay, warum hat... Alles klar. Okay, jetzt. Das muss er also wissen.
die Gebote halten. Sagt der Mann, das habe ich schon alles gemacht. Dann sagt er, dann geh hin, verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz im Paradies haben, sinngemäß. Er soll alles verkaufen. Das konnte er nicht. Das ist das, was Jesus von ihm erwartet hier. Verkauf alles, was du hast. Laut Bibel. Markus 10, 18 müsste das sein. Ich dachte, warum hat Jesus nicht zu ihm gesagt, guck mal, du bist ein Sünder, du kannst sowieso nicht rein werden, du hast sowieso keine Chance. Guck mal, ich bin Gott, und ich sterbe bald für deine Sünden, glaube einfach an den Opfertod und dann bist du erlöst. Ich sterbe für deine Sünden, ich bezahle deine Schuld, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich bezahle deine Schuld, du kannst die Gebote sowieso nicht halten. Das ist das, was die paulinische Lehre sagt. Die Gebote kannst du sowieso nicht halten. Warum hat er es nicht gesagt? Geht irgendein Christ auf die Straße, wenn ich jetzt zu irgendeinem Missionar gehe und sage zu ihm, christlicher Missionar, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er zu mir? Sagt er zu mir, halte die Gebote? Und sagst, okay, ich halte die Gebote, sagt er dann zu mir, ja, okay, dann verkaufe alles, was du hast und folg mir nach. Er hat gesagt, verkaufe alles, was du hast, folg mir nach und hast deinen Schatz im Himmel. Erwartet er das von mir? Dann kommt wieder eine faule Ausrede. Ja, er wusste, dass der es nicht ernst meint. Wo steht das? Warum hat er ihm nicht gesagt, ich bin Gott und sterbe für die Sünden von dir und bezahle deine Schuld. Warum macht er es ihm? Ist doch so einfach. Jesus liebt dich, alles klar. Okay, der stirbt für deine Sünden. Du bist erlöst. Schön, dass du auch noch versuchst, die Gebote zu halten. Super. Aber ehrlich gesagt, das Argument, was ich am stärksten finde, von der ganzen Bibel, wisst ihr, was ich am stärksten finde von der ganzen Bibel, welches Argument? Das stärkste Argument von der Bibel, dass Jesus nicht Gott ist, ist das Alte Testament. Es gibt im, schau mal, 1200 Jahre vor Jesus, 1200 bis 1400 Jahre vor Jesus, ja, fing Moses an, die Tora zu schreiben. Okay? 1200 bis 1400 Jahre vorher. Bis Jesus, es wurden so viele Bücher offenbart, Jesaja, Jeremia, alles Mögliche, Psalme, und nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal war Gott Vater, Sohn oder Heiliger Geist. Nicht ein einziges Mal. Und das hat nie irgendein Christ, irgendein Jude geglaubt. Nicht ein einziges Mal. Das heißt, 1200 Jahre lässt Gott die Menschen in der Bibel bezüglich seines wahren Wesens völlig in Unkenntnis, weil der Christ glaubt ja, dass die Bibel unverfälscht ist. Er glaubt, dass die Bibel unverfälscht ist. 1200 Jahre lässt er ihn in völliger Unkenntnis, ja? Und nie hat ein Jude geglaubt, dass der Messias kommt. Vielleicht gibt's irgendwo mal einen Juden, ja? Nie hat ein Jude geglaubt, dass der Messias kommt als Gott, Sohn Gottes, Gott, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Dann wird dann breit Jesaja 53 zitiert. Gibt es auch 1000 Antworten drauf von den Juden, und dann wäre das ein einziger Beweis. Und wann war der? Wann war Jesaja? Ungefähr 700 Jahre vor Jesus. So. Das heißt, 1200 bis 1400 Jahre, ja, siehst du, nicht einen einzigen, ja klar, sie kommen dann wieder. Und das ist die Herangehensweise. Und das werden einem auch die Juden sagen, wie die Christen mit dem Alten Testament umgehen. Wie die Christen
mit dem Alten Testament umgehen. Ja? Sie suchen im Alten Testament nach irgendwelchen Sachen, die irgendwie darauf hindeuten könnten, was sie glauben. Das ist das Ziel. Und dann findet man irgendwas Mehrdeutiges. Ah, guck mal, da haben wir es gefunden. Das ist genau das, was die Wahrheit ist. Nicht ein einziges Mal hat ein Nachfolger von Moses daran geglaubt, dass der Messias kommt als Gott, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Das ist es. Auf jeden Fall. So, um darauf zurückzukommen. Er hat zu Jesus gebetet und die Polarsterne gesehen. Okay. Hier ist etwas ganz Entscheidendes. Was haben wir gesagt? Es kann sein, Qadr von Allah, Allah hat das zugelassen. Es kann aber auch sein, dass dämonische Kräfte eingewirkt haben. Dämonische Kräfte eingewirkt haben. Okay. Jetzt ist hier ein sehr interessantes Detail, was der Philipp in seinem Video erwähnt hat. Er sagt, das ist diese Reise nach Island, diese Dokumentation, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er hat danach, ich glaube, auf der Fähre oder auf dem Rückweg auf der Fähre viele Leute gefragt, ob sie die Polarlichter auch gesehen haben. Der Himmel war klar und deutlich, Polarlichter und so weiter und so fort. Und was haben diese Leute gesagt? Alle, keiner hat die Polarlichter gesehen, außer wir. Und das war der Beweis für ihn. Guck mal, das Gebet ist angenommen worden für uns. Aber ich sehe es ganz anders. Das ist der Beweis, dass dies Einbildungen waren, die durch Dämonen hervorgerufen wurden. Das ist meine Meinung. Und ich erkläre das, warum ich davon überzeugt bin. Okay. Es gibt einen Unterschied, ob etwas erscheint oder ob etwas mir erscheint. Etwas erscheint oder etwas erscheint mir. Zum Beispiel, ich mache jetzt ein Bittgebet zu Gott. O Allah, mache, dass morgen eine Sonnenfinsternis kommt. Und dann kommt morgen eine Sonnenfinsternis. Morgen kommt eine Sonnenfinsternis, alles ist verfinstert und die Medien überschlagen sich. Es wurde eine Sonnenfinsternis gesichtet, die vorher durch die Wissenschaftler nicht hervorgesagt wurde. Die vorher durch die Wissenschaftler nicht hervorgesagt wurde. Aber alle wissen das. Hier, wir haben eine Sonnenfinsternis. Jemand hat jetzt zum Dämonen gebetet und die Sonnenfinsternis kam. Was sagen wir dann? Das war die Vorherbestimmung Allahs, dass eine Sonnenfinsternis an dem Tag kam. Hat man nichts mit dem Gebet zum Dämonen zu tun. Okay, jetzt. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir waren die Einzigen, die die Polarsterne gesehen haben. Was zeigt das? Das zeigt, dass das ihm erschienen ist. Und das sind dämonische Halluzinationen. Und ich gebe den Beweis davon aus der Bibel. Okay. Den Beweis davon gebe ich aus der Bibel und aus dem Koran. Okay. Ich habe hier vor mir Exodus 7. Das ist das zweite Buch Mose. Ja? Und hier geht es um das erste Zeichen der Schlangenstab. Als Mose, so, und hier geht es dann darum, da rief auch der Pharao Weise und Beschwörungspriester und sie, die Wahrsager der Ägypter, taten mit Hilfe ihrer Zauberkünste. Ja, jeder warf seinen Stab hin und die Stäbe wurden zu Schlangen, doch Aarons Stab verschlang die Stäbe. Das heißt, die schmissen ihre Stäbe und die Stäbe wurden zu Schlangen. Und dann wurden diese Stäbe aber von Aarons Stab, laut Bibel, verschlungen. Okay, so jetzt, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiges Detail. Sind diese Stäbe wirklich zu Schlangen geworden? Der Koran gibt uns die Antwort darauf. Und zwar, und das ist das Krasse, das steht hier zumindest nicht in der Bibel an dieser Stelle. Und das ist ja das, was Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran sagt, in Sure 5, Vers 15. In Sure 5, Vers 15 sagt Allah subhanahu wa ta'ala,
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. O ihr Leute der Bibel oder O ihr Leute der Schrift, es ist schon unser Gesandter zu euch gekommen, um euch vieles von dem, was ihr verborgen habt, zu verdeutlichen. Und der Koran verdeutlicht diese Sache hier. Und jeder, der einen logischen Menschenverstand hat und an Allah glaubt, sieht hier, dass das, was der Allah, das, was Allah über diese Geschichte in der Bibel erzählt, die Wahrheit ist. Allah sagt hier, und zwar in Sure Taha, Vers 66, das ist die 20. Sure. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَيْسِيُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Das heißt, und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten wie Schlangen. Yuchayelu ilehim. Das ist ihnen also erschienen. Warum wird jetzt jeder, der einen logischen Menschenverstand und einen Glauben an Allah hat, sagen, ja klar, das ist denen nur so erschienen. Warum? Weil Magier und Zauberer keine und Dämonen keine schöpferischen Fähigkeiten haben. Schöpferische Fähigkeit hat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Hat schöpferische Fähigkeiten. Er kann den Menschen aus Erde erschaffen. Er kann den Menschen aus Glas erschaffen. Und er kann aus einem Stock eine Schlange machen, aus Holz eine Schlange machen oder aus einem Seil eine Schlange machen. Aber das kann nicht, das können keine Dämonen. Dämonen können nicht aus einem Stock eine Schlange machen, Dämonen können es aber so erscheinen lassen. Und genauso können Dämonen es einen erscheinen lassen, genauso können Dämonen es einem erscheinen lassen, dass man die Polarsterne sieht, obwohl man sie gar nicht sieht. Warum? Damit es das passiert, was dem Philipp passiert ist, dass er glaubt, das ist eine Bestätigung dafür, dass mein Gebet zu Jesus richtig gewesen ist. Okay. Dann etwas anderes dazu, was diese These, die immer wieder von Christen vorgebracht wird, aus der Bibel widerlegt. Und ich bringe erstmal einen Beweis aus der Bibel und dann einen Beweis aus dem Koran. Deuteronomium 13. Stiftung zum Abfall durch Propheten und Traumseher. Ja? Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Traumseher auftritt, dir ein Zeichen oder Wunder anging, wobei er sagt, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns, ihnen zu dienen. Ja? Und hier haben wir es mit Leuten zu tun, die sagen, folge Jesus als Gott, bete zu Jesus. Bete zu Jesus. Wenn ihr sagt, ja, aber ihr betet ja auch zu Allah. Allah ist der Schöpfer von Moses. Es ist nur der arabische Name. Allah hat mehrere Namen. Viele Namen, sogar mehr als 99 Namen. Sogar mehr als 99 Namen. So, was ist dann? Und wenn das Zeichen und Wunder, das er dir angekündigt hat, eintrifft, das heißt, dieser, der sagt, bete neuen Leuten, neuen Göttern an. Das heißt, wir haben auf einmal Vater, Sohn, Heiliger Geist, bete zu Jesus. Ja, was ist dann? Dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten oder Traumsehers hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, das den Herrn, sein Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele liebt. Ihr sollt den Herrn, eurem Gott, nachfolgen. Ihn sollt ihr fürchten. Hier haben wir nur mit Liebe zu tun. Liebe, 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 Liebe. So, dann, ihn sollt ihr fürchten, seine Gebote sollt ihr bewahren. Was sagen diese Leute wie Philipp? Auf die Gebote kommt es gar nicht so an. Jesus ist schon für meine Sünden gestorben. Und sie halten sich auch an die Gebote gar nicht mehr.
viele Gebote, die es gibt in der Bibel, an die halten sie sich nicht, obwohl laut Neuem Testament 5,17 Jesus sagt, laut 5,17, ich meine, sie glauben ja an dieses Buch, dass er kein Gebot verändern wird. Und Jesus war beschnitten, Lukas 2, Vers 21, und Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen, Levitikus 11, Vers 7 und so weiter und so fort. Wer hat das alles abrogiert? Und wer hat das mit dem Opfertod erfunden? Paulus. Okay, wo ist der Beweis, dass Paulus ein Gesandter Gottes war? Wo ist er? Nirgendwo. Okay. So. Sollt ihr folgen, ihm dienen? An ihm sollt ihr euch festhalten. Der Prophet oder Traumseher aber soll mit dem Tod bestraft werden. Das heißt, obwohl das Wunder, was er gewirkt hat, passiert ist. Was heißt das? Wir sollen nicht auf Hokuspokus auch achten, sondern auf die Botschaft. Was sagt der Islam? Messias Dajjal kommt und was macht er? Große Wunder und viele werden ihm folgen. Er sagt, er ist Gott. Aber die Gläubigen wissen, dass Gott kein Mensch ist. Das ist der Punkt, liebe Schwester. Das ist der Punkt. Das heißt, es ist traurig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Wir wünschen für jeden das Beste. Das Beste. Aber wer Jesus anbetet und in diesem Zustand stirbt und ihn als Gott sieht, begeht eine Gotteslästerung, weil er damit sagt, Gott ist geboren, Gott ist gestorben, Gott ist unwissend gewesen, Gott hat um Hilfe gesagt. Wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Wer kann gegen Allah, gegen Gott etwas ausrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt auf Erden vernichten will. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Und Allah und Gott ist das Reich gehört das Reich der Himmel und der Erde und was dazwischen ist. Er erschafft, was er will und er hat Macht über alle Dinge. Das ist Allah. Und jedes Herz, das die Wahrheit will und in sein Herz schaut, findet sofort, dass das der wahre Weg ist, dass das Gott ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Und möge Allah den Philipp auch recht leiten. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.